Welche Spannung muss man an einem Widerstand von 300 Ohm anwenden, damit er von einem 12 mA starken Strom durchflossen wird? Wir schreiben zuerst die Angaben auf. Der Widerstand R beträgt 300 Ohm. Die Stromstärke I beträgt 12 mA, das heißt 0,012 Ampere. Wir suchen die Spannung U, die wir in Volt ausdrücken. Und um diese Spannung zu finden, haben wir das Gesetz von Ohm zur Verfügung. U gleich R mal I. Aus U gleich R mal I schließen wir, dass die Spannung gleich ist zu 300, das ist der Widerstand, mal 0,012, das ist die Stromstärke. Und somit finden wir als Spannung 3,6 Volt. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die Spannung beträgt 3,6 Volt.